Bei diesem Video zeige ich, wie wir den oberen und den unteren Rand verbinden. Also bei dem ersten Teil machen wir es so, dass wir den unteren Teil zu den oberen bringen. So. Einfach so. Und dann stechen wir die Häkelnadel in die erste Luftmasche der Luftmaschenkette, die wir am Anfang, ganz am Anfang gehäkelt haben. Und dann häkeln wir insgesamt 21 Kettmaschen in diese Luftmasche. Luftmaschen, die wir am Anfang gemacht haben. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21. So. Und dann in die andere Ecke des oberen Randes noch eine Kettmasche. Und so haben wir dann obere und untere Rand verbunden. So. Und dann wenden wir die Arbeit so, als ob wir in Reihen häkeln, und machen eine Steigerluftmasche und häkeln so praktisch in Runden weiter, so herum. Aber dabei wenden wir die Arbeit nach jeder Runde, so wie beim Häkeln in Reihen. So, so ganz normal bei der zweiten Variante des Stirnbandes in die hinteren Maschenhälfte, bei der ersten in die vorderen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, und dann weiter in Runden noch 21 Kettmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17, 18, 19, 20 und 21. So insgesamt dann 42 Maschen, hier 21, hier 21 und dann die Runde mit einer Kettmasche eingestochen in die erste Steigerluftmasche, die versteckt sich immer so. Schließen, die Runde schließen. Und dann wenden wir die Arbeit wieder und häkeln in die gegengesetzte Richtung, wieder in Runden. So. Und dann wenden wir die Arbeit wieder. Das ist bei dem ersten Teil des Stirnbandes. Es entsteht dann so ein Teil. Der erste Teil des Stirnbandes. Und wenn wir die zweite häkeln, dann machen wir das ein bisschen anders, und zwar wir verbinden unteren und oberen Rand erst, wenn wir der zweite Teil durch die erste, also diese Streife, durch diese Schlinge des ersten Teils gezogen haben. Und zwar so einfach.
durch diese Schlinge ziehen, der zweite Teil, die Streife des zweiten Teils, so. Und dann erst die Teile verbinden, so. Und dann, so wie bei dem ersten Teil, häkeln wir eine Kettmasche in die erste Luftmasche der Anfangsluftmaschenkette und dann noch insgesamt 21 Kettmaschen in die Anfangsluftmaschenkette. Also es entstehen insgesamt 21 Kettmaschen bis zum Ende der Luftmaschenkette. So. Dann wieder Ecke des oberen Teils zu sich ziehen, eine Kettmasche in diese obere Ecke des oberen Randes. Und so haben wir dann verbunden. So, und damit Stirnband schöner aussieht, dann empfehle ich, diese Seiten einfach nach innen zu falten. So. Einfach die Seiten nach innen zu falten. Und so sieht der Knoten schöner aus. Und man kann auch weiter häkeln. Und darauf achten, dass die Nahtlinie, also bei dem zweiten Teil, auch auf der gleichen Seite wie bei dem ersten befinden. Also diese Linie, wo wir die Arbeit gewendet haben, und hier. So sieht dann der Knoten aus. Und dann häkeln wir weiter, so wie bei dem ersten Teil. Wir haben jetzt oberen und unteren Rand verbunden und häkeln den zweiten Teil, indem wir Arbeit wenden und eine Steigerluftmasche und 42 Kettmaschen in die hinteren Maschenhälften der Vorrunde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42 und die Runde schließen. So, dann wieder Arbeit wenden. Die Arbeit wenden, so und so weiter häkeln, bis dieser zweite Teil genauso lang wie die erste ist, beziehungsweise dass die beide gleich lang sind und die Länge des Stirnbandes um den Kopf herum reicht.